Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Grand Heim Act 3. Und wir sind hier immer noch in dem Rätsel und ich habe immer noch meine Bilder auf dem Handy, die ich gerade aufrufen muss, genauso wie die Stoppuhr, die ich aufrufen sollte, damit ich Partlänge 10 Stunden nicht überschreitet. So, Galeria Kaufhof. Kamera. Ja, lad ein klein wenig schneller, Handy. Da. Also, da haben wir es nochmal, das Rätsel. Fangen wir doch erstmal mit dem ersten Bild an. Was haben wir denn da? Wir haben J, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N. Was kann ich daraus schließen? Nichts. So. Was haben wir bei der Buddha-Statue? Das war ich. Ich gehe erstmal hier in das Terminal vielleicht rein. Bei der Buddha-Statue fehlen 2 Lücken. 2 Lücken, die fehlen. Aber ich wüsste nicht, wie sie aufgefüllt werden könnten, ist das Problem. P, K, A. Ja. A, D, S, P, A, D, S, P, A. So. Der Löwe, das war das das, wo ich mir sicher war? Das war das. Genau, es kommt nur einmal das Ding vor, dieser Löwe. Die zentrale Figur. So, und die Buchstaben, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Das Hauptproblem werden diese Hieroglyphen sein, denke ich. Nichts passiert. Okay, nichts passiert. Ich mache einfach. Nichts passiert. Ich habe das Konzept nämlich dahinter noch nicht. Nichts passiert. Verstanden. Nichts passiert. Das war bis zum Punkt, ne? Nichts passiert. Nichts passiert. Okay. Nichts passiert. Ach so, ja. Nichts passiert. Nichts passiert. Ja, ja, ja. Nichts passiert. Ich verstehe das System, wie ich damit nichts vorgehe. Passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Ja, ist mir doch egal, ob nichts passiert. Nichts passiert. So. Nichts passiert. So. Nichts passiert. So. Nichts passiert. So. Nichts passiert. Nichts so. Passiert. So. Nichts passiert. Das hatten wir jetzt. Nichts passiert. Okay. Nichts passiert. Okay. Boah, ich wüsste nichts ehrlich passiert. Nicht, nichts was passiert. Bei diesen buddhistischen nichts Zeichen passiert. Die nichts Lösung passiert. Sein sollte. Nichts passiert. Nichts so. Passiert. Nichts passiert. Also, das mit den Buchstaben würde ich vielleicht passiert. Noch. Vielleicht sind das irgendwelche Reihenfolgen. Oder die Buchstaben stehen nichts für passiert. Irgendetwas. Nichts passiert. Wofür können die Buchstaben denn stehen? Was, wie viele haben wir denn da? 1, 2, 3. J, F, M, A, M, J. J, A, S, O, M, N. Das sind 6 plus 5, 11 und einer fehlt. Also haben wir 12. Wovon haben wir 12? Wir haben die 12 Apostel, aber die haben andere Anfangsbuchstaben. In meiner Kiste Wasser sind 12 Flaschen drin. Damit wird das aber nichts zu tun haben, wenn dieses Rätsel mit meinen Wasserflaschen zu tun hat. Außerdem heißt die Wasserflasche Mineau. Classic. Damit wird das also auch nichts zu tun haben. Vielleicht 12, was hat 12? Was hat 12? Die 12 Apokalypsen, gibt's die nicht auch noch? Nichts passiert. Naja, ich mach hier nichts erstmal passiert. Weiter. 12, was könnte 12 nichts haben? Passiert. Nichts passiert. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ein 12 nichts hat. Passiert. Ich schreibe mir das mal auf, dass das der Titel ist.
Was hat 12? 12. Wir haben 12. Nichts passiert. Nichts passiert. 12 Buchstaben im System. Nichts passiert. Wir können bis 12 zählen. Nichts wir können. Nichts passiert. Nichts passiert. 12 Reiter in die Nichts Apokalypse passiert. Schicken. Nichts passiert. Nichts passiert. Huch, da habe ich den Strich vergessen. Nichts passiert. 12. Wir haben 12 Monate. Januar, Februar, warte mal. J, Januar, Februar, F, März, M, A, April, Mai, M, J, Juni, J, Juli, A, August, S, Oktober, O, Dezember, N, November, D, Dezember. Aha. Nichts passiert. Schade. Nichts passiert. Achso, ich mach das mal so nichts lieber. Passiert. So. Nichts passiert. Hier, das wird mir wahrscheinlich in den Sinn kommen, wenn ich es sehe. Nichts passiert. Das nichts könnte passiert. Für die Monate spielen. Oder nichts für die passiert. Apostel, da bin ich mir auch noch. Boah, nichts aber wie passiert. Heißen denn diese 12 nichts Apostel? Passiert. Ich bin echt kein nichts Religionsmensch. Nichts passiert. Das ist Hu. Nichts passiert. Da bin ich echt der falsche nichts Mensch passiert. Für 12 Apostel. Oder die 12 Apokalypsen gibt es nicht. Nichts passiert. Mit der Seuche, die. Die Tür ist jetzt offen. Huch. Da will ich aber nochmal sehen. Dezember war anscheinend richtig. Der Löwe kam einmal vor, ja klar. Der Strich und der Strich mit den zwei Haken. Ich möchte mir jetzt nochmal in guter Qualität angucken. Der Strich mit den zwei Haken. Also hier ist vielleicht, guck mal, Punkt, Strich, Einhaken, Zweihaken, Punkt, Strich, Einhaken, Zweihaken, Punkt, Strich, Einhaken, Einhaken, aha, aha. Unter dem Relief von Gan. Ja, okay, ich verstehe, aha. Bitte ja. Folgen Sie mir. Aha. Das ist es, das Deuterium. Es scheint die ganze Anlage mit Strom zu versorgen. Dieses kleine Ding? Dieses Ding ist pure Energie. Ja, das wird funktionieren. Was wird funktionieren? Das Deuterium wird es uns ermöglichen, die Anlage zu starten. Ein Kraftfeld. Ich komme nicht ran. Wir müssen weiter. Wir müssen die Antimaterie finden, das haben Sie selbst gesagt. Max, was ist mit dir? Keine Sorge, er ist nicht tot. Noch nicht. Und machen Sie sich keine Sorgen um die Antimaterie. Sie lagert sicher im CERN. Dann war das alles nur eine Lüge? Der Überfall, der Diebstahl, alles nur inszeniert. Sie hätten uns ja wohl kaum freiwillig hierher geführt. Wir brauchen das Deuterium. Ohne Deuterium wäre die jahrzehntelange Forschung umsonst gewesen. Ich habe Ihrem Verlobten ein langsam wirkendes Gift injiziert. Es verteilt sich gerade in seinem Körper. Ihm bleiben noch 20, vielleicht 30 Minuten. Miststück! Wir verlieren nur Zeit. Das ist das Gegengift. Finden Sie raus, wie man das Kraftfeld ausschaltet, dann können Sie es haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Kraftfeld zu deaktivieren. Am besten schaue ich mich in der Anlage weiter um. Was? Ein Drecksschwein. Naja, das ist doch hier unglaublich. Das Handfunkgerät habe ich von Cunningham. Ich soll mit ihr in Verbindung bleiben, während ich versuche, das Kraftfeld zu deaktivieren. Echt unglaublich. Durch die Tür flüchten. Das wäre Zeitverschwendung. Dort lässt sich das Kraftfeld nicht deaktivieren. Ich muss tiefer in die Anlage vorstoßen.
Okay, Max. Der Ärmste. Es scheint ihm sehr schlecht zu gehen. Hoffentlich kein Botox. Ich muss Max helfen. Ja, das ist korrekt. Warum überwältige ich sie nicht einfach? Jetzt gerade wäre eine Möglichkeit. Eintritt in den Rücken oder auf dieses Popöchen. Dann geht's. Dafür wird sie bezahlen, das schwöre ich. Ja. Sie sollten sich beeilen. Die Zeit Ihres Verlobten läuft ab. Finden Sie einen Weg, das Kraftfeld, um das Deuterium zu deaktivieren. Dann bekommen Sie das Gegenmittel. Ich muss leider tun, was sie sagt. Deuteriumkammer, das klingt so wie Deuterium. Das wäre schwerer Wasserstoff. Das Deuterium wird von einem Kraftfeld geschützt. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe immer noch nicht meine Maus. Man hört das wahrscheinlich durch das Mikrofon. Aha. Aha, aha, aha. Eine Uhr. Hübsch. Ja. Auf diesem Zeiger ist ein Auge. Was haben wir hier? Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott. Der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole, ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Ja, ne? Das ist die Nina, der Max, die Cunningham. Oh, guck mal, hier doch die Kalypse, hier die schwarzen Reiter oder wie? Ich will das jetzt gerade echt wissen, wie war das mit diesen 12 Apokalypsen? Da Vinci, Anis Ra, Kleopatra würde ich sagen, Archimedes, Zähne untersuchen. Auf diesem Zeiger ist eine Pistole abgebildet. Und hier sind Symbole. Das ist wieder wahrscheinlich ein Rätsel, oder? Ah ja, die lassen sich drehen. Und jetzt ist mir schon, das ist nämlich anscheinend kein so schweres Rätsel hier. Stehen nämlich mehrere verschiedene Richtungen. Und die werden wahrscheinlich symbolisierend hierfür stehen. Das war Archimedes mit dem Kreis. Zirkel. So, der Zirkel muss auf 6 Uhr, so wie es scheint. Bewick dich mal weniger, Nina. So, die Kleopatra. Das Auge vielleicht. Das Auge. Meine Güte, Nina. Du musst nur diesen Scheißzeiger bewegen. So. Der Arm mit der Granate. Erstmal den Pinsel hier. Von unserem Da Vinci. Der muss nach links. Die Pistole von unserer Cunningham ist so richtig. Und die Venus. Sind wie viele die Venus? Ist die Venus nicht das Zeichen für Fruchtbarkeit? Aha, Nina. Fruchtbar. Eieieiei. So, die Nina ist also fruchtbar. Ein Dolch haben wir noch. Ein Dolch, guck mal hier. Der Dolch zeigt nach da unten rechts. Das könnte passen. Was haben wir dann noch? Den Totenschädel. Den Totenschädel? Muss ja er sein. Aber was ist davon richtig? Boah, Leute. Was ist denn das? Nichts. Okay. Oder ist das hier vielleicht so... Der Zirkel habe ich. Mars-Symbol habe ich nicht. Hahaha. Was ist denn dann das Mars-Symbol? Ach, hier die apokalyptischen Reiter müssen dann vielleicht oben rechts sein. Stehen die nicht für den Tod? Und dann ist hier das Mars-Symbol woanders auf jeden Fall. Das ist Mars und Venus, klar. Klar. Natürlich, okay. Das ergibt einen gewissen Sinn.
Ey, das riecht auf. Ganz... Oh, nein! Meine Friese. So. Dann müssen die Totenschädel nur... Oder der Dolch? Ich weiß es noch nicht genau. Boah. Auf diesem Zeiger ist ein Totenschädel zu sehen. Auf diesem Zeiger ist das Symbol für das weibliche Geschlecht. Auf diesem Zeiger ist eine Pistole abgebildet. Auf diesem Zeiger wurde ein Pinsel gemalt. Auf diesem Zeiger ist ein Auge. Diesen Zeiger schmückt das Symbol für das männliche Geschlecht. Auf diesem Zeiger sieht man einen Krummdolch. Auf diesem Zeiger befindet sich die Abbildung eines Zirkels. Boah, wo muss denn der Todesschädel sein? Dann vielleicht der Dolch? Aha. Aha, aha, aha. Ist das einer von Ihnen? Ob er noch lebt? Hoffen wir es. Wie sieht's aus? Wo sind Sie? Beeilen Sie sich! Hast du in meinen Träumen mit mir gesprochen? Was wolltest du mir auf dem Hochhaus sagen? Seit unserer letzten Begegnung sind viele Jahre vergangen. Jetzt haben wir dich in deinen Träumen gerufen, weil wir deine Hilfe brauchen. Hilfe? Unsere Bruderschaft existiert schon seit Jahrtausenden. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor sich selbst. Unsere Urahnen waren noch Jäger und Sammler, als ihnen von den Göttern das Deuterium geschenkt wurde. Eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie, die große Macht verlieh. Im Gegenzug für dieses Geschenk mussten sie einen heiligen Schwur leisten, dass sie und ihre Nachkommen die Menschheit daran hindern, technologisch eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Was ja nur bedingt gelungen ist. Im Mittelalter hat man uns erbarmungslos verfolgt. Wir wurden beinahe ausgelöscht. Es begann das, was man heute die Neuzeit nennt. Eine unglaubliche Explosion von Wissen und Technologie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mit der Erfindung des Computers auch die Botschaft in Pi entdeckt werden würde. Pi? Immer wieder diese verdammte Zahl? Ich hatte dir vom Fermi-Paradoxon erzählt, warum es im Universum keine intelligenten Zivilisationen gibt, die zu intergalaktischen Reisen fähig sind. Wo immer eine Zivilisation im Universum entwickelt genug ist, um Computer zu bauen, wird sie die Botschaft in der Zahl Pi entdecken. Und ihre Neugierde wird sie dazu bringen, die Maschine zu bauen. Und dann? Was macht die Maschine? Sie zerstört alles. Das Feuer. Wer auch immer diese Botschaft erschaffen hat, er wollte sichergehen, dass sich intelligentes Leben niemals exponentiell im Universum ausbreitet und zur Gefahr wird. Nun ist es an dir, die Menschheit zu schützen. Du wirst verhindern, dass diese Maschine in Betrieb genommen wird. Als Zeichen unseres Vertrauens ermöglichen wir dir den Zugriff auf die Energieversorgung dieser Station. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. An der Konsole könnte ich das Kraftfeld um das Deuterium deaktivieren. Ach ja, mal wieder die Welt retten. Ach ja, wie schön. Oh, ein Tank. Im Tank liegt regungslos einer der Wächter. Wirkungsloser Trank. Ich sollte den Tank besser nicht berühren. Schade. Konsole. Was Eine soll PS4 ich nur tun? Wahrscheinlich. Das Kraftfeld deaktivieren und damit Max retten. Das Kraftfeld nicht deaktivieren und damit die Welt retten. Nee, wir wollen die Welt nicht retten. Wenn ich das Kraftfeld ausschalte, kommt Cunningham an das Deuterium. Und dann geht die Welt unter? Aber wenn diese verdammte Maschine gar nicht funktioniert... Wenn meine Träume nichts zu bedeuten haben. Ich kann Max nicht sterben lassen. Ich kann's einfach nicht. Hoffentlich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich kann Max da nicht einfach liegen lassen. Er braucht das Gegenmittel, also werde ich tun, was Cunningham verlangt. Sieht einfach aus. Ich kann die Energieversorgung unterbrechen, indem ich das rote Segment zum Kontakt ganz nach rechts verschiebe. Ach, das ist sowieso ein Handyspiel. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn in der nächsten Folge werden wir die Welt retten. Versuchen wir zumindest. Hab ich vor. Mal kann man so machen, ne? Und damit tschüss.